Okay, Google, wie spät ist es? Lies doch einfach deine Uhr, du Arschgesicht. Lexi, hey, ihr nur trocken aufwischenden Lappen. Heute gucken wir uns etwas an, das ich mir vor einiger Zeit in anderer Form schon mal angeguckt habe. Und zwar geht es heute um die Wearbuds. Wearbuds. In meiner damaligen ABC-Show musste ich mir die ersten kabellosen Kopfhörer, die in einer Armbanduhr ihr Dasein fristeten, unbedingt angucken. Denn die sollten genauso gut, wenn nicht sogar besser, als die damaligen AirPods sein. Und das, obwohl sie mehr shitty als giggity waren. Giggity, 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 let's have sex. Zumindest waren sie optisch echt weird anzusehen und von der Verarbeitung her mindestens fragwürdig. Und softwareseitig, naja, jeder Bildschirmschoner von 1998 war deutlich geiler als dieser Poop. Aber, die Kollegen bei Wearbuds dachten sich, das geht so nicht. Und wollen nun mit einer zweiten? Nein, mit der dritten. Was? Ja, dritte Generation. Keine Ahnung, was die zweite sein soll. Weiter jetzt. Und wollen nun mit einer dritten Generation alles besser und cooler machen. Deren Crowdfunding-Kampagne läuft noch und da würde man für ein Öhrchen 108 Euro loswerden. Plus Versand, Steuern, bla, landet man dann irgendwo zwischen 120 und 150 Euro. Aber wie es der Zufall so will, habe ich eines der ersten Early-Bird-Modelle nun wie durch Zauberhand bei mir. Und lass doch mal gucken, ob es jetzt nicht mehr so shitty, sondern mehr... Giggity ist als vorher. Jetzt noch zum Fick sage ich immer Giggity. Ich sollte aufhören, immer jeden Abend Family Guy zu gucken. Das war das schäbigste Unboxing ever. Da kriegt man ja richtig Bock auf mehr. Wow. Wisst ihr, ich glaube, es hat einen Grund, warum Amazon vor kurzem Brands wie Orki, AI Power und what the fuck auch immer aus deren digitalen Regalen gekickt hat. Ich meine, Orki war zwar irgendwo um 2007 herum in Hamburg gegründet worden, ging dann aber fix nach Shenzhen und betreibt dort seit jeher unter vielen Namen so sein Business. Unter anderem unter den Namen AI Power oder eben Wearbuds. Und weil diese Marken für ihren billigen Kack in der Vergangenheit halt haufenweise Rezensionen beschissen haben, um noch mehr Kohle zu verdienen, hat Amazon halt gesagt, fuck you. Amazon selbst, heilige Scheiße, bis die sich bewegen, da muss ja einer richtig schlechte Laune gehabt haben. Mit dabei ist also ein Ladekabel, das magnetisch nur in eine Richtung an der Uhr angebracht werden kann. Ah, sag mal, hat denn keiner was aus 7 Jahren Apple Watch gelernt? Oh. Ach, naja. Das Ding erinnert volle Dröhnung an eine Mischung aus Casio G-Shock und Swatch, nee, Flickflack-Armbanduhren. Das Gehäuse ist komplett aus Plastik, das labbrige Gummiarmband erinnert an einen schlaffen Penis von einem sehr alten Mann und das Display ist qualitativ so auf V-Tech-Spielzeugniveau. Ah, und das hier oben ist auch alles fake, ist nur gedruckt. Tachi! Tachimeter! Tachimeter! Meine Fresse, für das Geld, 120 bis 150 Euro, kriegt man gebrauchte Apple Watch Series 3 oder die neue OnePlus Watch. Wieso zum Fick soll ich denn sowas nehmen? Vielleicht, warte, und zwar... Das Hauptfeature sind ja eigentlich die Dinger hier. Einen habe ich ja noch. Die Ohrstöpsel. Die sind im Gegensatz zu früher nicht mehr mit so einem SD-Karten-Federmechanismus drin, sondern magnetisch. Ich meine, diese Mini-Würstchen-Kette kleinen Henkel sind nicht nur zweckmäßig, sondern auch designtechnisch an den Rest der Uhr so als Fake-Knöpfe angebracht. Ne? Dachte, also da haben sich schon was überlegt. Fancy. Ihr steckt die Mini-Earbuds also zum Laden in die Uhr und holt sie zum Nutzen raus und steckt sie dann in eure Ohren. Und das kann je nach Ohr entweder geil oder pain in ass sein. Beziehungsweise pain in Ohr. Oh, ich hab drauf gedrückt und es war leider noch Ton von einem Porno an. Oh. Fuck. So, wenn dann endlich mal alles passt. Oh, fuck, jetzt ist das. Also, wenn dann alles passt, dann ist die Soundqualität erschreckend in Ordnung. Also, es klingt alles sehr vollmundig. Es ist jetzt kein AirPods Pro-Niveau oder sowas, aber auch definitiv kein China-Schrott. Und wenn man will, geht das auch noch echt laut. Wieso klopft's?
Also echt solide Bluetooth 5.0 In-Ears. Aber der einzige Nachteil, mehr als eine Stunde Laufzeit konnte ich aus den Akkus jetzt auch nicht rauspressen. Hm? Also, scheinbar geht das ganze Geld für brauchbare Ohrstöpsel drauf. Dann wenn wir wieder Richtung Uhr bzw. Richtung Software gehen, dann frage ich mich, was diese ganze Scheiße soll. Ja, das ist mein einziges Android-Phone, das ich habe. Ein LG G8 XThinQ. Rest in peace, sis. Das heißt also, sowas wie die Touch-Probleme an den Ohrstöpseln selbst, wenn die hier drin sind, sind genauso wie bei den vorherigen Generationen. Das heißt also, einmal kurz was korrigieren, verstellt instant Titel, Lautstärke und what the fuck auch immer. Und es gibt auch kein Tutorial, keine Anleitung, sei es gedruckt oder in der App, wie man das Ganze einstellen, anpassen oder überhaupt benutzen könnte, weil das Ganze ist auch so gar nicht intuitiv. Genauso hat man auch keine Ahnung, wieso? Also genauso hat man auch keine Ahnung, was diese Knöpfe hier sollen, weil sie, je nachdem, wo man gerade ist, auch immer etwas anderes tun. Ich meine, was ist denn das? Guck mal, ihr swipe von oben runter und Info und dann habt ihr die ganze Zeit ganz oben als wichtigen Knopf Infor und seht die MAC-Adresse von eurem Wearable-Device. Wie wichtig kann denn das sein, dass man das denn da oben als Information einbinden muss? Und wie zum Fick kommt man denn jetzt wieder raus? Welcher fucking Knopf war denn das jetzt? Das scheiß Menü. Und dann gibt es halt ein Menü von unten nach oben. Da gibt es dann Suche, also Telefonsuche. Countdown, Stopwatch, Weather, Temperature, fucking shit. Immer dieses beim Scrollen tippen. So? Nein. Ah, macht derbe keinen Sinn. Wetter, dann auf einmal Temperatur, dann Blood Pressure, Blood Oxygen, Settings und that's it. Dann fragt man sich, okay, warum ist das in dem Menü, wenn jetzt in diesem Menü auf einmal Nachrichten, Sport, also Übung, Exercise, bla, Schlafmonitor, Pulsmesser und die Übersicht der Bewegung ist? Und warum ist eigentlich so spezifisch neben Laufen und Radfahren auch noch Federball spielen und Bergsteigen mit drin? Naja, und dann sind da ja noch all diese Sensoren da drin. Also sowas wie Pulsmesser, Temperatursensor, Sauerstoffsättigung im Blut und auch Blutdruckmessgerät. Das alles auch noch für das Geld da drin? 108 Euro, das Ding soll ein ganzes Krankenhaus ums Handgelenk sein, inklusive kabellose Kopfhörer. Ja. Okay, dann ja, Sauerstoffsättigung im Blut. Messen wir doch mal. Oh, oh. Sauerstoffsättigung des Holztisches ist aktuell bei 98,8%. Ich wusste gar nicht, dass Holztische so gut und sauerstoffreich durchblutet werden. Ach, lässt sich die Apple Watch auch so einen Scheiß eintesten? Ah, okay, was haben wir hier? Also der misst noch 98,5. Apple Watch sagt, Messung nicht erfolgreich. Hm, wie kommt das nur? Die Herzfrequenzmessung ist in einem komplett anderen Menü. So. Oh. Oh, mein Puls ist gerade bei 59. Nice. Schön fest. Schön fest. Herzfrequenzmessung und Herzfrequenzmessung. Mal gucken. Hier sind wir gerade bei 85 Schläge pro Minute. Und hier sind wir bei 78, 77, 75, 73, 71. Hier sind wir noch bei aktuell 80. 66, 65, wir sind auf jeden Fall 20 Schläge auseinander. Jesus fucking Christ, aber das Ganze zieht sich halt auch bis in die App durch. Ich meine, hier, selbst sein eigenes Profil einzurichten ist zum Verzweifeln. Hier, bei der Ersteinrichtung ging nur maximal ein Alter von 6, 90 cm Größe und 1 Kilo Gewicht. Lol, jetzt will ich das ändern und dann gehe ich jetzt hier auf Gewicht und bin jetzt halt... Fuck. 13 Kilo. Dann bin ich jetzt halt... Älter? Wieso geht das denn nicht? Und ich hatte jetzt auch eigentlich Trainings gemacht, gestern und heute mit der Uhr. Aber das Einzige, was die ganze Zeit gezählt wird, sind wohl Schritte und dazu auch im Verhältnis keine Kalorien. Aber wenn ich jetzt nochmal mein pauschal da aufgerufenes Training aufrufen möchte, dann stürzt die App ab. Egal, ob ich das beim heutigen mache oder beim fucking shit gestrigen, das aber nicht mehr angezeigt wird, es sind trotzdem null Kalorien. Obwohl ich eine Stunde auf der Uhr Training aktiviert habe. Dieses... Man kann in dieser Uhr einfach nicht scrollen, ohne irgendwas zu touchen. Es ist zum Kotzen. Oh, meine Fresse, ey. Wearbuds. Verkauf doch lieber Kopfhörer als so eine vorgeschobene Ausrede mit, ich habe jetzt eine Smartwatch. Das, was für dieses schmale Geld versucht wurde, da alles reinzuquetschen, ist so dermaßen mit Kompromissen behaftet, dass ihr am Ende des Tages überhaupt nicht sicher sein könnt, was von den random angegebenen Zahlen da überhaupt zutreffen kann. Und dann am Ende euren Gewohnheiten und euren Körper noch mehr schadet als die allabendliche Chipstüte. Wisst ihr, weil ihr euch nach irgendetwas richtet, was scheinbar total random zu sein scheint. Nur weil etwas
cool klingt, auf irgendeiner Indiegogo-Crowdfunding-Seite, heißt es noch lange nicht, dass es auch cool ist. Das ist eine Ressourcenverschwendung, aber volle Dröhnung.